Ja, ich darf Sie heute zu einem weiteren Online-Talk im MAG begrüßen. Anlass dafür, für dieses Gespräch, ist unsere Wiederöffnung des Gern-Müller-Schlössels. Immerhin war letztes Jahr das Schlössel im Sommer nicht geöffnet. Normalerweise haben wir immer von Mai bis Oktober die Möglichkeit, das Haus dem Publikum zu präsentieren. Daher, nach 1,5 Jahren ist an diesem Samstag die Wiederöffnung. Und ich glaube, das ist ein guter Anlass, dass wir heute diesem wirklichen Juwel des Biedermeier unseren Talk widmen. Es wird am Samstag auch eine Ausstellung von Erwin Wurm im Schlössel gezeigt, die Solution. Und wir hatten auch die Möglichkeit, die Corona-Zeit genützt, um einen kleinen Dokumentationsraum dort einzurichten, wo die Geschichte des Gern-Müller-Schlössels wirklich vom Baubeginn über durch die Familie Gern-Müller über 200 Jahre hindurch, wo dann die großindustrielle Familie Mautner das Schlössel besiedelt hat, bis zu Franz Sobeck, der es vor dem Verfall gerettet hat nach dem Krieg, bis es dann letztendlich in die Verwaltung des MAG kam, wollen wir dort in diesem Dokumentationsraum nachzeichnen. Aber dazu werden wir heute sicher noch ausführlich dazu kommen. Meine beiden Gesprächspartner heute sind Marie-Therese Arnbrumm und Christian Wittöring. Danke, dass ihr euch Zeit genommen habt und mit mir den heutigen Abend macht. Hinter mir das Schlössel ist, wie sich wahrscheinlich alle denken können, nur ein Foto. Sehr gerne wären wir dort gesessen heute. So haben wir doch beschlossen, uns anlässlich des Online-Talks auf ganz Wien zu verteilen. Also ich bin im MAG und begrüße Sie aus dem MAG am Stubenring. Christian Wittöring ist in seiner Wohnung im 6. Bezirk und wir haben uns doch gedacht, es ist wichtig, einen Live-Bericht aus Pötzleinsdorf zu haben. Also Marie-Therese, du sitzt nur wenige hunderte Meter vom Gern-Müller-Schlössel weg und wirst also uns dort das Flair des Pötzleinsdorf näher bringen. Ich glaube, euch beide dem Publikum vorzustellen ist müßig, man kennt euch, aber vielleicht so ein paar persönliche Impressionen von meiner Seite. Marie-Therese Arnbrumm hat als Historikerin hat zahlreiche Publikationen herausgegeben. In den letzten Jahren, eigentlich kann man sagen, fast im Jahrestakt, hat sie ganz besondere Gegenden in Österreich beleuchtet und uns nähergebracht mit wunderschönen Familiengeschichten, die sie erzählt. Zuletzt eben im letzten Jahr über Pötzleinsdorf. Und also es ist wirklich lesenswert. Und du hast mir auch erzählt, dass das Buch also ein großer Verkaufsschlager ist. Und ich verstehe es, weil man so richtig die Atmosphäre, die dort damals geherrscht hat und die es bis heute gibt, nachvollziehen kann. Wir beide haben uns eigentlich erst so richtig besser kennengelernt anlässlich unserer Recherche, unserer beider zum 18. Bezirk. Ich eben auf der Suche nach Informationen zum Gern-Müller-Schlössel und du hast gleich 30 Häuser unter die Lupe genommen, also meine Hochachtung, weil ich war mit dem Gern-Müller-Schlössel schon mehr als ausgelastet und da wirst du uns aber eh auch noch mehr davon erzählen. Mit Christian Wittöring verbindet mich eigentlich schon 25 Jahre, wir haben es heuer, die ich im MAG bin und seit damals kennen wir einander und du warst also viele, viele Jahrzehnte der Leiter der Möbelsammlung und eben auch für das Gern-Müller-Schlössel in dieser Funktion zuständig. Hast dort aber, soweit ich mich erinnern kann, nicht nur Führungen gemacht, nicht nur versucht, eine Stimmung für dieses Biedermeier-Juwel zu finden, sondern du hast dich auch um die baulichen Probleme gekümmert, um die Einrichtungsprobleme dort. Und ich kann mich an die eine oder andere freie Stunde, die du dort im Garten verbracht hast, auch noch erinnern, als du dann irgendwelche Rosen gepflanzt hast oder sogar gegossen hast und dich da so tatkräftig eingebunden hast. Und diese Liebe hat man wirklich in diesem Schlössel gespürt und zum Glück können wir das noch weitertragen. Seit Jahrzehnten beschäftigst du dich mit zahlreichen Artikeln und so weiter, natürlich mit dem Biedermeier, mit der Wohnkultur, hast unglaublich viele Ausstellungen dazu kuratiert und wirst uns hoffentlich heute auch ein bisschen einen Einblick geben in deine Ansicht des Biedermeiers. Ich wollte jetzt als Einstieg einmal ein paar Ansichten so von Pötzleinsdorf
zeigen. Und zwar natürlich bei den Recherchen zum Germüller-Schlössl war ich auch auf der Suche nach Ansichten, wo kann man das Schlössl sehen, wo findet man Informationen dazu. Und da war so die erste und älteste Ansicht, diese hier von Maria Geißler, es muss vor 1808 gewesen sein, denn es war definitiv vor dem Bau des Germüller-Schlössls. Man sieht hier eine Wiese rechts unten, wo zwei Personen sitzen und den Blick über das damalige sehr kleine Pötzlinsdorf schweifen lassen. Und an dieser Stelle wurde dann sicher ein paar Jahre später schon das Germüller-Schlössl gebaut. Also man sieht eben das Schloss unten, dann die Egidiuskirche. Also so dieser kleine Weinbauernort wird hier auf dieser Ansicht, finde ich, sehr gut gezeigt. Dann fand ich eine Ansicht, die sich zum Glück auch bei uns im MAC in der Sammlung, in der Kunstblättersammlung befindet, von Franz Sartori von 1824. Und hier sehen wir schon wirklich in der Bildmitte das Germüller-Schlössl. Manche werden es vielleicht nicht gleich erkennen, weil das Besondere ist, es hat hier noch das Minarett. Ursprünglich wurde der Bau mit Minarett realisiert. Das Minarett hat aber nicht einmal 20 Jahre gehalten, ist aus bautechnischen Gründen dann sehr schnell wieder eingestürzt. Aber der Rest des Schlössels ist eigentlich so, wie wir es heute noch sehen können. Und dann habe ich hier noch eine Ansicht gefunden, die ist von 1844 von Nikolaus Hoffler, wo man wirklich das Schlössel so sieht, wie es eigentlich bis heute erhalten ist. Und Marie-Therese, wenn du jetzt so die Bilder siehst von dem Ort, an dem du, glaube ich, fast geboren wurdest, aufgewachsen bist und bis heute lebst. Was fällt dir eigentlich dazu ein? Wie war der Ort eigentlich zu Beginn, wo man eben sieht, diese kleinen Bauernhäuser? Was war eigentlich dieser Anziehungspunkt, dass so eine wichtige Familie wie die Geimüllers beschlossen haben, sich dort anzusiedeln? Naja, das war ja ein Weinbauerndorf, aber wie man vor allem auf dieser letzten Ansicht jetzt sehr gut gesehen hat, das war ja eine Herrschaft, nicht? Die hat ja jemanden gehört. Das hat ja nicht sozusagen in der Allgemeinheit gehört. Und als Herrschaft ist eben gerade der Teil, wo das Germüller-Schlössl ist, der älteste Teil von Pötzlensdorf. Auch die beiden Villen, die oberhalb liegen in der Käfenhüllerstraße, sind ja sehr alt, auch vis-à-vis eine Villa, noch, würde ich sagen, vielleicht sogar noch aus der Barockzeit, wobei das immer ein bisschen schwierig ist, zu sagen. Dort ist auch die Kirche, also das ist das Epizentrum und unten ist eben unterhalb der Kirche ist sozusagen das große Schloss. Das heißt, deswegen sind die Germüllers natürlich auch hingekommen, weil das ja eben eine Herrschaft war. Man hat das, da waren einmal die Ladenburgs, die Herrschaftseigner, dann waren die Käfenhüllers dort, dann eben die Geimüllers dort. Das war sozusagen das System dieser ganzen Vororte in Wien. Und deswegen waren die Germüllers dort. Das war natürlich sozusagen auch ein Geschäft, wobei natürlich, wer weiß, was man da alles draus lukrieren konnte, weil es waren eben ja vor allem Weinbauern, die dort waren, aber das hat eben auch zum Renommee gehört. Es war dann für die Geimüllers eben noch aus diesem Aspekt interessant. Später sind eben dann die Sommerfrischler gekommen, aber ich glaube, darauf werden wir ein bisschen später eingehen, wenn du möchtest. Oder möchtest du, dass ich über die Sommerfrische schon ein bisschen was erzähle? Gern können wir dann über die Sommerfrischler anlässlich dann der Familie Mautner sprechen. Und Christian, wie kann man sich das jetzt vorstellen, dieses Wohnen im Biedermeier? Also es ist ja immer überliefert, so diese kleinbürgerliche Häuslichkeit, diese behagliche Wohnlichkeit oder Gemütlichkeit, die man angestrebt hat. Du hast in den letzten Jahrzehnten eben sehr viel wissenschaftlich gearbeitet und wir werden auch im Laufe des heutigen Abends sicher noch viel hören, was du auch vor allem an den Möbeln selber dann herausgefunden hast. Aber wie kann man sich das eigentlich vorstellen? Dazu muss ich vielleicht zuallererst sagen, dass dieser Mythos vom Bürger, dass dieses Begriff des bürgerlichen Biedermeiers eigentlich ein Mythos ist, weil um einen Stil zu schaffen oder zu lancieren, muss man in der Gesellschaft eine Stimme haben. Und das Bürgertum hat damals keine Stimme gehabt. Diese Wohnkultur, die eigentlich ist eigentlich nichts dieser Zeit um 1810, 1820, 30 entsteht im höfisch-aristokratischen Gesellschaft, ist nichts anderes als ein privates Wohngefühl in dieser Gesellschaft. Das ist etwas, was sich eben im Laufe der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts von Frankreich aus entwickelt, dass sich eben privat und öffentlich zu trennen beginnt.
Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, um eben das Wohnen dieser Zeit zu verstehen. Und es gibt eben in dieser, also in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts, in dem eben das Biedermeier, die Zeit genannt wird, diese Kulturzeit, gibt es eben zwei verschiedene Möglichkeiten, das Empire und das Biedermeier gleichzeitig. Und das ist, glaube ich, eine völlig neue Betrachtungsweise, die wir uns erst also im Zuge, also ab den 1970er Jahren erarbeitet haben. Und wo würdest du da das Geim-Müller-Schlössl jetzt einmal vom... Wir haben ja versucht, natürlich den Architekten zu finden. Ich habe mir, wie ich begonnen habe, vor 1,5 Jahren über das Schlössl eben zu recherchieren, genauer, weil ich mir gedacht, das kann ja nicht sein, dass man doch so einen besonderen Bau, der architektonisch so interessant ist, dass man da keinen Architekten ausmachen kann. Und es ist mir wirklich nicht gelungen. Also wir haben alle Archive abgeklappert und mit sämtlichen Architekturhistorikern gesprochen. Es gibt eben natürlich immer wieder so Überlegungen, was der Johann Ferdinand von Hetzendorf, von Hohenberg oder der Amann oder Montoya, Kornhäuser wird auch immer wieder genannt, aber eine wirkliche seriöse Zuschreibung war nicht möglich. Man verwendet immer diesen Begriff des Biedermeiers als Schlagwort und um etwas zu definieren. Aber für mich ist diese Architektur des Geim-Müller-Schlössls geht eigentlich auf das späte 18. Jahrhundert zurück. Und was ist typisch dafür? Dieses Mischmasch aus klassizistisch, gotisch, exotisch. Das ist ganz, ganz typisch für die eigentlich das ausgehende 18. Jahrhundert. Auch wieder etwas, das aus Frankreich und England auf den Kontinent kommt. Und die Einrichtung war ja ursprünglich eben schon mit Biedermeier-Möbeln, oder glaubst du, dass das dann, weil es ist ja sehr schade, dass uns natürlich aus dieser frühen Zeit keine Innenansichten erhalten sind wir natürlich auch keine Fotografie haben aus der Zeit. Wir haben auch keine Listen, also es gab schon so, ich habe dann gefunden von einer Gräfin Zabeo, die kurze Zeit das Geim-Müller-Schlössl auch besessen hat, so Übergabelisten, wo man schon das Gefühl hatte, das sind Biedermeier-Möbel, aber war natürlich viel zu unkonkret in der Beschreibung. Wie kann man sich das vorstellen, dass das damals ausgesehen hat? Das muss man wissen, das war ein Gebäude, das nicht das ganze Jahr bewohnt war. Es war eine Sommerresidenz, die eben auch wirklich, also der Sinn war, privat sein zu können, ohne den Zwang eines Zeremoniells dort die Sommerzeit verbringen zu können. Das Problem ist, dass wir überhaupt keine Inventare besitzen aus dieser Anfangszeit und auch, also ich kenne kein einziges Inventar, nicht einmal aus der Zeit der Mautners. Das heißt, wir wissen nicht, welche Funktion die einzelnen Zimmer gehabt haben. Ich weiß auch nicht, ob in der Anfangszeit das Haus das ganze Jahr möbliert war. Es gehört auch dazu, dass man die Möbel, wenn man sie gebraucht hat, von der Stadt hinausgebracht hat. Das gab es ja auch noch in den 1920er Jahren. Wenn man in die Sommerfrische gefahren ist, hat man mit dem sogenannten Rollgut die Bettwäsche, die Küchengerät, alles vorgeschickt in den Urlaub. Also das Einzige, was wir an originaler Substanz aus der Anfangszeit des Schlösses besitzen heute, ist eigentlich die Wandgestaltung. Warum wissen wir das, dass die original ist? Ja, im Zuge der Restaurierung der späten 70er, Anfang der 80er Jahre wurden eben die Wände untersucht, die neuen Schichten alle sukzessive abgenommen, bis man auf die Urschicht gestoßen und die wurde wiederhergestellt. Diese Art von typische Zimmermalerei der Zeit und die nimmt ja auch Bezug auf diese Ästhetik der Zeit. Wir haben ein gotisches Zimmer, wir haben ein klassizistisches Zimmer, wir haben ein arabisches Zimmer, eben auch wieder diese Stilvielfalt. Und Entschuldigung, darf ich ganz kurz was dazwischen sagen? Es kam nämlich gerade die Bitte, weil so viele Mautners in der ganzen Welt zuhören, ob wir vielleicht teilweise auf Englisch sprechen können.
Also ich würde es lieber bei Deutsch lassen, wenn es passt. Ich wollte nur in die Runde. Ja. War das zum Beispiel ein Unterschied in der Ausführung und Ausgestaltung der Räume, weil die Germüllers hatten ein großes Palais auch in der Stadt. War das dann genauso mit diesem Mischmasch an Stilen eingerichtet in der Zeit oder war das so eine typische Geschichte für die Sommerfrische oder für das Sommerhaus? Du meinst, der Stilmischmasch typisch? Hm? Nein, das hat damit nichts zu tun. Das hat damit zu tun, entweder du kannst es dir leisten, mit der Mode zu gehen, oder du kannst es dir nicht leisten. Prinzipiell, glaube ich, war es sehr viel bescheidener als die Stadtresidenz ausgestattet. Das ist auch das Sinn, etwas entspannter wohnen zu können. Das kann man dann, und das ist das Typische für diese Zeit, dass es eine ganz bestimmte Materialsprache gibt, die die Leute lesen konnten. Wir können das heute nicht mehr, weil es ist auch nicht mehr wichtig für uns heute, da Material verfügbar ist, in einer viel leichter verfügbar ist. Damals hat das wirklich etwas ausgesagt, ob ein Möbel aus Mahagoni war oder aus einem einheimischen Holz. Ich kann mir vorstellen, dass da draußen Einheimschölzer verwendet wurden, die eben einfacher waren, also billiger waren vor allem. Auch keine Bronzebeschläge, sondern rein nur auf die Wirkung des Holzes gezielt wurde. Und war das dann, glaubst du, auch so, dass man eher nur kleinere Möbel dort hatte, die man also eben wirklich vom Stadtpalais auch hin und her gebracht hat? Also ich kenne nur diese eine Geschichte von der Familie Mautner, die dann zum Beispiel das Klavier sogar mit übersiedelt haben für die Sommerfrische nach Pölzlensdorf. Das ist etwas, das also bis in die 1920er Jahre existiert, dieses System des Einrichtungstransports für den Sommer. Der Menage-Reisen, ja. Menage, heißt das. Und vor allem Bett natürlich, das Bettzeug hat man transportiert. Gewisse, glaube ich, dieses Speiszimmer wird immer da gewesen sein, aber in einer sehr einfachen Ausführung nur. Das war ja auch das Problem für mich, wie ich begonnen habe, das Schloss, das Schlössl, also neu, also wissenschaftlich zu untersuchen, vor allem die Inneneinrichtung und was man dort zeigen könnte. Das ist auch etwas ziemlich Neues, dass die Wohnkultur wissenschaftlich bearbeitet wird, kulturgeschichtlich. Ich kann mich noch erinnern, in den Anfang der 70er Jahre, 60er Jahre, wenn man nach Schönbrunn gegangen ist, die Art von Führung bekommen hat, da ging es nie um die Funktion der Räume. Es ging immer das Schloss hat so und so viele Zimmer, das hat so und so viel gekostet, das ist so und so groß, aber von der Funktion, von der kulturgeschichtlichen war keine Rede. Also das ist ein völlig neues, war ein Forschungsgebiet in dieser Zeit und das war sehr, sehr spannend für mich, vor allem im Bereich auf die textile Ausstattung. Ich kann mich noch erinnern, ich weiß nicht, ob das zu weit geht jetzt, aber ich habe 77 angefangen und 79, also in meinem zweiten Jahr, habe ich gebeten, dass man mich vom Museum aus nach Boston schickt zu einem Upholstery-Seminar oder Conference. Meine Kollegen haben mir gesagt, also spinnst du als Kunsthistoriker, was machst du in einem Tapezierer-Symposium oder Konferenz? Bis dahin war das ein No-No in der Forschung. Wenn man ein altes Möbel gehabt hat, wurde das völlig abgeräumt und neu tapeziert. Heute, für mich war das wirklich ein Eye-Opener, wie die angelsächsische Welt und auch vor allem auch die skandinavische Welt mit diesen ephemeren Zeugen der Wohnkultur umgegangen ist. Und das ist auch interessant, weil das war der Beginn dann auch der Postmoderne, die späten 70er Jahre, wo das Handwerk wiederbelebt wurde, alte also Handwerkstechniken und alte Materialien. Zum Beispiel, wer das Schlössl innen kennt, da gibt es dann das Schlafzimmer
wiederhergestellt, wo wir den Teppich nachweben haben lassen in England. Und dann brauchte ich eine Decke, eine Decke, die auf den sogenannten Kuvertrahmen gelegt wird. Und es war unmöglich, einen Baumwoll-Tupfwoll zu bekommen. Das hat es einfach nicht mehr gegeben in der Zeit. Es hat nur mehr Kunststoff gegeben. Heute ist das alles wieder selbstverständlich. Dasselbe mit den Lappen. Es hat in Österreich niemand mehr eine einfache Litze gewebt. Es hat alles nur mehr Herzogborten gegeben. Ich habe jetzt nach Belgien gehen müssen, um das weben lassen zu können. Und so weiter. Und so, darauf bin ich auch stolz. Ich glaube, das Germüllerschlösschen ist einer der wenigen Orte in Österreich, wo man nachvollziehen kann, die Wichtigkeit der textilen Ausstattung der Zeit und auch diese sehr raffinierte Abstufung von sehr teuer zu krank. Und das hat alles gesprochen. An diesen Materialien konntest du sofort einstufen, den Bewohner des Hauses. Und das war, ist nämlich auch interessant, dass das in dieser Zeit passiert, wo eine neue Schicht hochkommt. Dass eben das Bürgertum langsam hochkommt, aber auch eine Schicht, die neu geadelt wird, die sich jetzt, wo eben dann der einzige Unterscheidungsmerkmal das Geld ist, was ich mir leisten kann. Und anhand dieses Leisten-Könnens zeigst du deinen Stand. Aber das geht jetzt zu weit, glaube ich. Ich kann mich noch an eine Geschichte erinnern, da war ich relativ neu im Museum und da hat man gesagt, ja, ihr habt sogar so weit Materialuntersuchungen gemacht, dass ihr, wenn wir Biedermeier-Möbel restauriert haben im Museum, damals hatten wir eine sehr große Restaurierabteilung, einen eigenen Tapezierer da wurden sogar wirklich die Reste noch an Nägeln, die sich auf diesen alten Möbeln befunden haben, analysiert und gesucht. Und ihr habt das ein oder andere Mal sogar dadurch auch die Farbe feststellen können, die originale Tapezierung hatte. Also mit welchem Stoff oder in welcher Farbigkeit eben das überzogen war. Und ich glaube schon, dass diese Arbeit, diese Forschung, das Bild des Biedermeier-Möbels, gerade was nämlich so Stoffbespannung ist, völlig revolutioniert hat. Also bis dahin war schon das Bild dieses Blümchenstoffe, die irgendwo im Pastell die Möbel überspannt haben. Und wenn man jetzt ins Germüllerschlössl geht, sieht man erst, wie poppig eigentlich die Farbigkeit in dieser Zeit war. Ja, es hat eigentlich die Spießigkeit verloren, das Biedermeier. Durch diesen völlig neuen Zugang zur textilen Ausstattung. Ich kann mich zum Beispiel erinnern, wir haben vom Peter Sobeck gekauft einmal ein Dannhauser Ruhebett, das ursprünglich aus der Ausstattung der Albertina kommt, ein Dannenmöbel um 1820, und das haben wir auch, das ist wie eine archäologische Untersuchung war das. Schicht um Schicht abgenommen, und dann kamen wir auf etwas ganz Spannendes, also für mich, also irrsinnig und für damals den Herrn Albrecht, den Tapezierer, das erste Exemplar eines Federkernes. Weil das war ja auch etwas ganz völlig Neues, das in der Zeit aufgekommen ist, die Tapezierung mit Sprungfedern, mit Metallfedern. Und ja, ich glaube wirklich, das wird zu lang. Aber es war jedenfalls eine ganz spannende neue Welt, die sich da eröffnet hat. Und eine nicht nur das Wichtige ist, was ich realisiert habe damals, ist, die Tapezierung ist nicht ein Extra, sondern das ist eine und nicht nur eine ästhetische Sache, sondern es ist eine funktionale Einheit. Das Möbel, Tischlergestell und Tapiziererarbeit. Eines kann nicht ohne das andere existieren, eines erklärt das andere. Und das sind wir dann da, was du gerade erwähnt hast, wo wir diese Nagellöcher untersucht haben, die eben genau erklärt hat, wie die Form der Tapizierung ist. Wie gesagt, als die Germüllers jetzt dort zu ihr Schlössl bauen, nämlich der Johann Jakob Germüller,
hat ja schon einige Jahre sein älterer Bruder Johann Heinrich das Pötzelsdorfer Schloss besessen. Also wahrscheinlich wollte der jüngere Bruder eben in der Gegend seine Sommerfrische verbringen. Ich glaube, dass damals wirklich außer diesem Schloss und dann dem Schlössl es nur noch Weinhauershäuser gegeben hat. Marie-Therese, kann man so festmachen, wann da wirklich so eine Dynamik entstanden ist? Also Pötzleinsdorf ist voll von wunderschönen Villen. Und wann hat eigentlich das angefangen, dass aus diesen Weinhäusern, auch beim Müller-Schlössl wird ja beschrieben, dass eines der Weinhaushäuser weggerissen wurde, um eben dem Schlössl dann wirklich Platz zu machen? Es war so, Pötzleinsdorf war natürlich von der Innenstadt relativ leicht zu erreichen, weil es schon sehr früh eine Pferdestraßenbahn gegeben hat. Und die Leute, die sich's leisten konnten, haben natürlich danach getrachtet, in den heißen Sommermonaten Frau und Kinder aufs Land zu bekommen, weil in der Stadt war die Luft schlecht, kann man sich vorstellen. Es war, hat nach Pferdemist gestunken, also das darf ich nicht sagen, ich muss sagen, es hat gerochen. Man muss das ja neutral sagen. Die Leute haben relativ beengt gewohnt, natürlich nicht die Reicheren, aber so grundsätzlich die Stadt. Das heißt, man hat geschaut, dass man aufs Land kommt. Und Pötzelsdorf war eben aufgrund dieser guten Erreichbarkeit eine sehr frühe, auch attraktive Sommerfrische. Die Leute sind gekommen und natürlich diese Weinhauerhäuser waren für die Wiener dann doch zu klein. Und es hat sich ja dann auch relativ biedermeierlich eigentlich auch entwickelt, auch wenn man diese Häuser jetzt anschaut. Da gibt es ja relativ viele alte noch, die original sind. Und begonnen hat das, würde ich sagen, so schon in den 1830er Jahren, eigentlich sehr früh. Da gab es einen Stadtbaumeister beim Baron Siener, der ist relativ früh schon nach Pötzelsdorf gekommen und hat dort sich selber angesiedelt und hat aber auch gleich ein paar Villen gebaut und die wurden dann vermietet oder weiterverkauft. Und so hat das sukzessive begonnen, dass eben die Innenstadt Wiener nach Pötzelsdorf gekommen sind. Das ist dann immer weitergegangen und man sieht das vor allem in der Pötzelsdorfer Allee besonders gut, weil wenn man stadteinwärts schaut, sieht man es rechts eine ganze Zeile eigentlich noch fast nur Biedermeierhäusern, also zum Teil schon etwas, wie soll ich sagen, umgebaut, weil das war der Nordhang. Das heißt, das war die erste Seite, die verbaut wurde. Die linke Seite war der Südhang, die war natürlich viel länger für den Weinbau interessant. Da sind dann unten Weinhäuser gestanden, dann war auch im Grundbuch so ersichtlich, ein Stück als Garten gewidmet und der Rest war Weingarten. Das heißt, diese Grundstücke waren sehr schmal, aber dafür sehr lang und sind bis hinaufgegangen, wo jetzt die Starkwirtgasse ist. Das waren also eigentlich Riesengrundstücke, die aber natürlich zu einem Großteil als Weingarten verwendet wurden. Und sukzessive ist dann auf dieser Sonnenseite sind dann historistische Villen gebaut worden, Jugendstilvillen gebaut worden. Bis das war dann sozusagen der repräsentativere, der größere oder vielleicht auch der reichere Hang. Dann war der aber auch irgendwann einmal voll. Dann ist es auch weiter hinaufgegangen, eben Richtung Germüller-Schlössl, Käfenhüllerstraße waren ja schon diese alten Häuser. Aber dann in der Dr. Heinrich-Meyer-Straße, sozusagen ganz oben am Gipfel fast schon von Pötzelsdorf, sind wieder Villen errichtet worden. Und dann die letzte Bauphase, dieser sommerfrischen Bauphase, war in den 1920er Jahren, Wiener Moderne. Und die haben dann begonnen in der Starkwirtgasse, also sozusagen oberhalb der Allee, dort von den Grundstücken oben was wegzuparzellieren. Das heißt, das ist der jüngste Teil sozusagen. Und dort sind dann in den 1920er Jahren eigentlich Bauhausvillen entstanden, unter anderem ja auch die schöne Villa, das Haus Moller von Loos, wo jetzt der israelische Botschafter die Residenz hat. Das ist sozusagen der modernste Teil gewesen. Und dort hätte auch so eine Art von Werkgrundsiedlung entstehen sollen. Also man kann aufgrund dieser architektonischen Entwicklung sehr gut sehen, wie sich die Sommerfrische entwickelt hat. Aber sie geht wirklich schon in die 1830er Jahre zurück. Ja, und da sind wir eigentlich so beim zweiten großen, wichtigen Abschnitt, die das Germüller-Schlössl prägt, nämlich die Familie Mautner. Großindustrielle Textilfabrikanten, die sich auch dort ansiedeln wollten, dort in die Sommerfrische, ihre Sommerfrische verbringen wollten. Ich fand es immer ganz interessant, so was ich gelesen habe und dankenswerterweise auch eine Mautner-Erbin, die Elisabeth Baumbreuer war, also
ungemein geduldig in Auskunft geben und Geschichten erzählen und war auch mit ein Impulsgeber, dass wir jetzt endlich diesen Dokumentationsraum im Schlössl eröffnen können. Und hatte ich immer so den Eindruck oder bin immer wieder darauf gestoßen, dass eigentlich zwischen dieser Familie Geimüller und der Familie Mautner sehr viele Parallelen waren. Also sie wollten in die Sommerfrische eben am Land verbringen. Haben also beide eigentlich ein sehr großen Hof gehalten, auch dort, in dem sie eben die Kultur wahnsinnig gefördert haben, Gesellschaftsleben sehr gefördert haben. Vielleicht, ich habe da ein paar Bilder noch von der Familie Mautner, so ein paar Impressionen, die ich vielleicht auch herzeigen möchte. Also das waren Isidor und Jenny Mautner, das ist, glaube ich, das Verlobungsfoto der beiden. Sie waren eben eine Textilfabrikanten, die also zu sehr, sehr viel Geld gekommen sind. Auf der rechten Seite sieht man einmal die älteren drei Kinder. Gemeinsam hatten sie 4 Kinder. Und vielleicht ganz einprägsam, Isidor Mautner hat das Geimüller-Schlössl seiner Frau Jenny zum Geburtstag geschenkt. Man sieht also die Dimensionen, was waren so die Geburtstagsgeschenke, und ich glaube, sie hat also dieses Schlössl unglaublich geliebt und auch im Leben eingehaucht. Also nach den Geimüllers war dann eine Phase im Geimüller Schlössl, wo zahlreiche Besitzerwechsel waren, wo sogar eben auch dann so quasi Immobilienmakler sich ein bisschen dort Geld verdienen wollten. Es war so ein bisschen eine lieblosere Phase, und ich glaube, das hat dann Jenny verändert, indem sie dem Schlössl eben ein neues Leben eingehaucht hat. Und das sieht man auch, also ich glaube, es war auch das Gesellschaftsleben dort sehr groß, in dem eben die Töchter Theater gespielt haben in diesem wunderschönen Garten. Es wurde also musiziert, da gibt es auch Zeichnungen davon auf der rechten Seite, wo also die Hausmusik gemacht wurde. Marie-Therese, kannst du das so wunderschön in deinem Buch dazu geschrieben, so über diese Mautner-Familie, wie sie dort gelebt haben. Vielleicht kannst du auch da so ein paar Impressionen daraus erzählen. Ja, es war so, Isidor Mautner hatte, sein Vater war schon Textilfabrikant, und er hat dann seine Frau Jenny geheiratet, die viel Geld in die Ehe mitgebracht hat. Das war meistens so, die Herren haben zwar ein Business vielleicht schon gehabt, ein kleines, aber wirklich groß geworden sind sie eigentlich immer erst durch die Mitgift der Frauen. Das war wirklich ein ganz wesentlicher Teil dieser ganzen Gesellschaft, weil ohne das Geld der Frauen wäre das alles überhaupt nie entstanden. Isidor hat wirklich innerhalb einer Generation ein Textilimperium aufgebaut, aber auch wieder im Grunde zum Einsturz gebracht. Nicht, weil er so ein schlechter Geschäftsmann war, sondern weil einfach die Umstände der Zwischenkriegszeit einfach alles wahnsinnig kompliziert gemacht haben. Er war dann auch schon ein älterer Herr und hat dann auch nicht mehr so, wie soll ich sagen, der zeitgerecht handeln können. Es wäre aber auch so oder so natürlich für ihn sehr schwer gewesen. Die Familie war unglaublich kunstaffin. Es wurden dort, das haben wir auf den Fotos gesehen, also wirklich großartige Verkleidungsfeste gefeiert. Dieses Foto, wo alle auf der Stiege stehen, war übrigens eine Doppelhochzeit, wo alle in Altwiener Kostümen erschienen sind. Also das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, dass man eine Hochzeit dazu verwendet, dass sich alle in Biedermeier-Kostüme werfen. Das finde ich eine ganz interessante Idee. Aber man hatte auch im Garten, in dem Park eine Bühne. Die Kinder haben ununterbrochen Theaterstücke geschrieben, haben sie dann gespielt, haben sich die Kostüme selber entworfen. Käthi Breuer schreibt dann, wir haben dann eben auch irgendwelche Decken oder Klavierüberwürfe, also da waren halt so Makkartartige oder sonstige schöne Stoffe, da haben sie halt einfach verwendet und haben sich's übergeworfen. Und der Freundeskreis war aber auch sehr kulturaffin, das heißt, es waren auch Burgtheater, Schauspieler da, Gabillon war da, Sonnenthal war da und hat den Kindern zugeschaut beim Theaterspielen. Also die hatten auch sehr viel Support, haben natürlich auch alle Klavier gelernt. Konrad hat Cello gespielt, nicht sehr gerne, aber doch. Man hat unglaublich viel Hausmusik betrieben, es wurde Quartett gespielt. Also es war ganz wesentlich dieses kulturelle Leben, weil eben auch so viele Künstler zu den Freunden gezählt haben.
Dazu ist noch gekommen, dass sie alle sehr, sehr gut und sehr begabt gemalt haben. Stefan hat ganz großartig gemalt, auch eigentlich Marie Karlbeck, die war wirklich eine bekannte und gute, angesehene Malerin. Das sind aber so Dinge, die natürlich dann durch den Zeitenlauf irgendwie ein bisschen in Vergessenheit geraten sind. Aber gerade das macht diese Familie aus. Und das macht sie noch doppelt aus, weil Isidor sozusagen das Pech, wenn man das so sagen will, hatte, dass seine beiden Söhne sich in keinster Weise für sein Business interessiert haben. Stefan hat gemalt und ist auf die Jagd gegangen, hat den großen Besitz in Niederösterreich. Und Konrad ist ja dann ins Ausseerland gegangen und hat sich dort als großer Volkskundler eigentlich etabliert. Er hat ein riesiges Werk geschrieben, hat gesammelt, Volkslieder, aber auch so Almrufe, ganz unterschiedliche Dinge und hat das also wirklich minutiös aufgeschrieben, hat das übrigens seinem Cello-Lehrer dann immer vorgesungen, gemeinsam mit seiner Schwester, und der hat das dann notiert, was die halt vorgesungen haben. Dazu muss ich sagen, dass es stimmt ja nicht ganz, dass die Mautners die Sommerfrische im Germüller-Schlössl verbracht haben. Sie sind zum Geburtstag von Jenny im Mai hinaus mit dem ganzen Hausrat und dem Klavier. Das hat, glaube ich, auch den Grund gehabt, dass die Häuser im Winter einfach zu feucht waren und das Klavier kaputt geworden wäre, so wie die Textilien. Ich glaube, das war auch einer der Gründe, warum man das immer mitgezahlt hat. Aber, und im Oktober ist zu Isidors Geburtstag ist die Familie dann wieder in die Stadt gezogen. Aber dazwischen, im wirklichen Sommer sozusagen, so in der Hochsommerzeit, da hat die Familie noch einmal die wirkliche Sommerfrische im Ausseerland verbracht. Am Grundlsee, wo eben dann Konrad auch geblieben ist mit seiner Familie. Sein Sohn hat dann auch eine Grundlseherin geheiratet, was eher unüblich war, dass die Sommerfrischler und die Einheimischen sich sozusagen da vereinen. Das war eher unüblich, aber Konrad hat sich ja ganz stark dann auch als Grundlseher gesehen. Der Vater hat immer versucht, diesen Sohn zu verstehen, hat ihn auch finanziert, hat ihm auch irgendwie diese Publikationen finanziert, hat ihm sogar eine Almhütte gekauft, aber ich glaube, die beiden haben einfach nicht die Welt des anderen verstanden. Das Germüller-Schlössl war eben wirklich ein Treffpunkt, voll gefüllt mit Antiquitäten. Man hat immer gesagt, die Jenny darf man nur ja nicht in ein Antiquitätengeschäft schicken, weil sonst kauft sie wieder etwas. Also die war auch begeistert von diesen schönen Dingen und hat das Haus damit gefüllt. Es ist aber dann, wie dieses Imperium von Isidor zusammengebrochen ist. Warum ist es übrigens zusammengebrochen? Er hatte ein eigentlich europaumfassendes, monarchieumfassendes Imperium in verschiedensten Kronländern, die verschiedensten Industrien. Aber dann durch die Nationalstaatenbildung nach dem Ersten Weltkrieg sind plötzlich diese ganzen einzelnen Unternehmungen in unterschiedlichen Staaten gewesen, mit Zöllen, mit Auflagen, mit Rachegefühlen. Also gerade die Tschechen haben einfach Wien noch mehr schwächen wollen, haben alle Industriellen, die Industrien in Böhmen und Mähren hatten, und das war ein Großteil der Industrie, gezwungen, die Firmenzentralen nach Prag zu verlegen, das Geld von der Österreichischen Nationalbank in die Tschechische Nationalbank zu transferieren. Also sie wollten Wien noch einmal mehr schwächen und Prag zum neuen wirtschaftlichen Zentrum ausbauen. Das war aber dann auch in Ungarn so, da waren genauso dann Zölle, Einfuhr, Ausfuhr, Problematiken. Also das war überhaupt nicht mehr einfach, da jetzt in einem größeren Wirtschaftsraum wirklich seine Geschäfte zu betreiben. Isidor ist also dann, hat dann eine Bank gegründet für eben seinen Sohn Stefan, um das Familienvermögen eigentlich zu verwalten. Stefan hat das aber in keinster Weise interessiert. Die Zeiten waren sehr, sehr schwierig. Die Bank ist dann auch in Konkurs gegangen und damit war eigentlich dieses ganze Riesenimperium zum Scheitern total verurteilt. Die Wiener Wohnung musste dann aufgegeben werden und es wurden Sachen ins Germüller-Schlössl transferiert. Dort ist dann Jenny nach dem Tod von Isidor ganz hingezogen. Aber es war schon dann auch noch dieses Schlössl schon mit Pfandrechten belegt. Also es war überschuldet und sie konnte ihren Lebensstil eigentlich nur mehr aufrechterhalten, weil man halt sozusagen sie dort noch geduldet hat und sie hat bis zu ihrem Tod dort noch einen letzten Rest dieses großen, wunderbaren, kunstbeflissenen Lebens weiterführen können. Ja, es ist ja auch so, dass Jenny nicht nur eben Biedermeier und Biedermeier Möbel gesammelt hat. Sie hat ja auch sehr stark die Wiener Werkstätte gefördert. Also sie war ja auch mit Fritz Werndorfer, dem Finanzier der Wiener Werkstätte, verwandt. Christian, vielleicht, wie kann man sich das vorstellen? Wie haben die dort gelebt? Glaubst du, dass
ist, ich meine, wir haben ein paar Einblicke, es gibt Fotografien aus der Zeit der Familie Mauthen im Schlössl. Da hat man schon eher den Eindruck, dass es sich dabei eigentlich schon um Biedermeier-Möbel handelt. Ich habe da nur eben dieses Foto vielleicht noch einmal, das ich gern zeigen würde, das du auch angesprochen hast, Marie-Therese. Ich hoffe, ihr seht das jetzt. Ah, Entschuldigung. Nein, das war es jetzt nicht. Ich muss nochmal den Bildschirm freigeben. Entschuldigung. Na, das hat jetzt nicht funktioniert. So, dieses Foto meine ich, wo eben die Doppelhochzeit ist von der Familie Breuer, also eigentlich Käthe Breuer, also Käthe Mauthner heiratet einen Breuer und dessen Bruder und seine zukünftige Frau feiern, also quasi ein Doppelhochzeit im Geimüller-Schlössl, sieht man hier eben alle im Biedermeier. Kostümen. Rechts davon, genau aus der von der gleichen Veranstaltung, ist ein Bild von Stefan Mauthner, der eben ein sehr begnadeter Maler war, wo man eben genauso sieht, wie sie alle biedermeierlich angezogen sind, wie auch das ganze Schlössl geschmückt ist. Diese Affinität zum Biedermeier, Christian, wie kann man sich das vorstellen? War das nur aufgrund der Tatsache, dass Sie in einem Biedermeier-Schlössl Ihre Sommerfrische verbracht haben? Oder war das auch damals im Trend oder in Mode? Um das zu verstehen, muss man wissen, dass bis ungefähr in die späten 1890er Jahren war Biedermeier eigentlich der Inbegriff des kleinbürgerlich spießigen. Und auch sogar, wenn man so theoretische kunsthistorische Texte liest, wurde er angesehen als eigentlich der völlige Verfall des Handwerkwesens, weil es keine Schnitzereien, keine Goldungen, keine Marqueterie mehr gegeben hat, weil die Dinge zu einfach und zu glatt waren. Und im Historismus wollte man, also wurden diese alten Techniken eigentlich wiederbelebt, der Schnitzerei, Schnitzkurs, der Marqueterie und so weiter. Und die junge Generation um 1900 entdeckt die Zeit der Großeltern wieder. Und da spielen die Sezessionisten eine ganz, ganz wichtige Rolle im Wiederentdecken der Zeit der Ästhetik der Großelterngeneration. Und warum ist das so? Weil die Sezessionisten sich zur Aufgabe gemacht haben, einen modernen, österreichischen, bürgerlichen Stil zu schaffen. Und eben aus dieser Zeit stammt dieser Fehlschluss, dass Biedermeier ein bürgerlicher Stil ist, weil man eben Biedermeier als bürgerlich angesehen. Und der andere Aspekt, der so wichtig ist bei der Wiederentdeckung des Biedermeier, ist die Tatsache, dass sie eben den Historismus, die Ästhetik des Historismus überwinden wollten. Und sie haben Anschluss gesucht oder sich gefragt, wann hat die Menschheit das letzte Mal einen formalen Ausdruck besessen oder benutzt, der mit dem täglichen Leben übereingestimmt hat. Ist jetzt mein Video ausgegangen? Du musst die Kamera... Ja, sehr schön. Also wann hat es das letzte Mal diese Übereinstimmung zwischen täglichem Leben und ästhetischem Ausdruck gegeben bei uns? Und das wurde identifiziert mit der Zeit des Biedermeiers. Und so entdeckt man das wieder. Erstens, weil es auch angesehen wurde als das erste Mal, dass Österreich einen vom Ausland unabhängigen ästhetischen Ausdruck geschaffen hat, im Biedermeier. Und also mit Hilfe dieses Wiederentdeckens des Biedermeiers wird eben von den Sezessionisten dieser moderne, bürgerliche österreichische Stil geschaffen, der einfach, funktionell, konstruktiv ist und hauptsächlich in der Anfangszeit sehr stark von rein geometrischen Formen
bestimmt ist. Um 1900 geht es ja auch darum, das ist der Beginn der Moderne, und es geht um dem Individuum eine Stimme zu geben, dass du einmal eine Stimme bekommst als Individuum, musst du dir aber auch bewusst sein, was deine Identität ist. Und so wird in dieser Zeit um 1900 in Wien, wird Identität in vielerlei Dimensionen bewusst gesucht und geschaffen. Eben zum Beispiel die bürgerliche Identität, die jüdische Identität, die sexuelle Identität, die geschlechtliche Identität, die nationale Identität, ganz, ganz wichtig eben im Zusammenhang mit dem Vielvölkerstaat. Und speziell im Zusammenhang mit also der Familie Mautner, und wie du schon erwähnt hast, die Schwester von Jenny Mautner war ja mit der Mutter von Fritz Werndorfer verheiratet, da haben wir diese zwei verschiedenen Möglichkeiten, um sich als assimilierte jüdische Familie gesellschaftlich zu integrieren in die lokale. Gibt es zwei Möglichkeiten. Einerseits durch die lokale Kultur oder durch die moderne, eben nationale, von der Sezession propagierte Kultur. Und eben die Mautners machen das mit Hilfe des Meyers, dass das eben etwas Nationales identifiziert wurde. Und eben die Familie Werndorfer über die Moderne, den neuen modernen österreichischen Stil. Das ist ganz, ganz spannend. Und das hat sich zum Beispiel, ich bin da drauf gekommen, durch eine Kaffeekanne der Wiener Werkstatt, die ich recherchiert habe und dann gefunden habe in den Auftragsbüchern der Wiener Werkstätte, von wem sie in Auftrag gegeben worden ist und für wen. Und das war eben ein Hochzeitsgeschenk von Jenny Mautner an eine ihrer, aus Anlass dieser Doppelhochzeit. Dazu möchte ich noch was sagen. Das mit den assimilierten Familien, das ist immer so ein Schlagwort, aber im Grunde, die hatten ja gar keine Gesellschaftsschicht, an die sie sich assimilieren konnten. Weil die Aristokratie, natürlich, die war da mit Schlössern und all das, aber diese neue Gesellschaftsschicht, diese neue jüdische Gesellschaftsschicht, diese industriellen und freien Berufe, die hatten ja einen ganz anderen Anspruch. Die haben ja vor allem die Bildung in den Mittelpunkt gestellt, die Kultur in den Mittelpunkt gestellt. Also damit konnten sie sich ja, waren sie eigentlich eine neue Gesellschaftsschicht. Die alten Wiener Familien, denen war das auch nicht so ein riesiges Anliegen. Und die Aristokraten natürlich haben schon gesammelt und haben schöne Einrichtungen gehabt. Aber die Bildung, diese so stark propagierte Bildung der jüdischen Familien, damit waren sie eigentlich vollkommen neu. Das gab es eigentlich in dieser Art und Weise nicht. Deswegen war das ja auch so schwierig, sich sozusagen einen eigenen Pool zu finden, wobei so schwierig war es eben nicht, weil sie waren ja eben die Einzigen und waren miteinander und haben diese Bildung propagiert, weil andere Kinder sind auch nicht so früh, schon, ich weiß nicht, ins Gymnasium gegangen, man hat nicht so früh begonnen, den Kindern, vor allem auch den Mädchen, die Möglichkeit zu geben, zu maturieren und zu studieren und so viele Ausbildungsmöglichkeiten zu geben. Das war schon ein Spezifikum dieser neuen Gesellschaftsschichte, die da entstanden ist. Wir sagen immer so, ich sage das ja selber, die assimilierten jüdischen Familien, aber im Grunde, da war nichts, es war kein Konterpart in dem Sinn da, sondern sie haben eigentlich was völlig Neues geschaffen zwischen dem erstarrten Wiener Bürgertum oder dem Stadtbürgertum und der Aristokratie. Also sie haben wirklich, das ist ein Aufbruch gewesen, etwas ganz Neues. Und kann ein Grund, das ein Grund dafür sein, also ich kann mich erinnern, ich habe einmal so eine Führung durch Bötzleinsdorf mit dir gemacht im letzten Jahr, da war ich schon fasziniert davon, wie du permanent in jedem Haus, hast du irgendwelche Verwandten vom übernächsten Haus erwähnt und dass dort also natürlich alles familiär wahnsinnig verstrickt war.
Kann das ein Grund dafür sein, dass man sich dort eben so zusammengesetzt hat? Also die Familie Mauthner hat ja auch dann noch Grundstücke gekauft und eben an die Töchter weitergegeben, also dass man da quasi auf einem großen Grundstück alle zusammengelebt hat. Also dieser unglaubliche Zusammenhalt und das untereinander heiraten, sich Verwandtschaftsverhältnisse zu schaffen. Ja, das ist natürlich ein Spezifikum dieser Familien. Auf wen konnte man sich am meisten verlassen? Auf die Familie. Das heißt, heiraten war natürlich immer im familiären, im eng oder relativ engen familiären Umfeld. Also sowohl die Frau von Isidor als auch dann die Frau von Konrad, das waren immer Cousinen, immer auch aus der Familie Neumann, die auch übrigens eine Villa in Pölzensdorf hatten. Also du hast recht, es sind wirklich alle miteinander verwandt. Das ist einmal das eine, dass die Familien einfach untereinander zusammengehalten haben. Das war ja auch ihr Geheimnis. Weil man hatte dann einen Sohn, der war in Wien und einen Sohn, der war in Budapest und der dritte war in Paris. Und so hat man natürlich auch ganz einfach, und also einfach, aber natürlich besser Geschäfte machen können, weil man mobil war und weil man eben international war. Das ist sicherlich einer der Punkte. Und natürlich, diese Heiraten waren ja dazu da, um auch das Kapital zusammenzuhalten, dass es nicht hinausgeht. Und deswegen sind auch diese relativ häufigen Ehen zwischen Cousin und Cousine auch da gewesen, um eben auch das zusammenzuhalten. Und in der Sommerfrische, egal in welchem Sommerfrischeort das ist, und ich habe jetzt wirklich über einige ja schon geschrieben und geforscht, es kommt einer hin, ist begeistert und zieht die anderen nach. Also zum Beispiel in Unterach war das die Familie Brühl. Die Hanna Brühl hat ja den Bruder Breuer geheiratet. Das ist also die Braut die zweite Braut der Doppelhochzeit. Die haben den Berghof gehabt in Unterach und haben auch dort nachgezogen. Aber parallel waren dann auch zwei, drei Schauspieler. Die haben dann den anderen Schauspielern gesagt, das ist jetzt so schön, kommt es auch hin. Man hat ja dort nicht nur 3 Wochen verbracht, sondern man war ja dort monatelang. Das heißt, wenn man monatelang in einem Ort ist, möchte man sich natürlich mit Menschen umgeben, mit seinesgleichen, mit Menschen, mit denen man verkehrt, mit denen man die Zeit verbringt, mit denen man was gemeinsam hat. Das war ja einer der wesentlichsten Punkte. Und ob man jetzt in der Ringstraße, dem 9. Bezirk wohnt, ist egal, da konnte man auch relativ schnell hin und her. Aber diese sommerfrische Orte waren ja grundsätzlich natürlich dann doch ein bisschen abgelegener. Das heißt, man hat natürlich versucht, dass die Familie und die Freunde dort auch nachkommen. Und in Pötzelsdorf ist ganz auffallend, wie viele Textilindustrielle hier waren. Also die haben natürlich sich auch alle irgendwo beruflich gekannt. Wobei man natürlich auch sagen muss, die Herren sind natürlich eher gependelt am Land, sozusagen auch in Pötzelsdorf, das war einfach Land, sind die Damen mit den Kindern geblieben. Und die haben ihr gesellschaftliches Leben dort genauso wie in der Stadt weitergeführt. Und bei den Mautners ist es natürlich besonders, weil die haben auch dieses Riesengrundstück gehabt. Jeder, der Pötzelsdorf kennt, weiß, das geht also vom Germüller-Schlössl bis hinauf zur Büdinger Gasse eigentlich noch drüber. Der ganze Hang, wo diese großen Häuser jetzt stehen, diese von der Nationalbank gebauten Häuser, bis nach zur Starkfriedgasse, links hinunter, rechts hinüber, das hat alles den Mautners gehört. Da war auch Platz dann eben für diese Villen, die ja auch schon dort gestanden sind, das waren ja Altbestand, dass eben die Kinder dort auch daneben auch die eigene Villa haben konnten. Und das war einfach wesentlich, damit man miteinander die Zeit verbringt. Und der Familiensinn war ein unglaublich starker und bedeutender. Also es ist ja heute nur noch so, dass die Villa der Marie Kalbeck quasi in der Mautnerschen Nachfolge steht. Alle anderen sind ja dann quasi aufgrund des Krieges und so weiter verloren gegangen. Ja, das stimmt nicht ganz. Die Nachkommen von Konrad Mautner, der ist ja schon wesentlich früher gestorben, haben das Haus 37 verkauft. Also das ist sozusagen noch vor der Nazizeit passiert. Die Breuers haben ihre Villa nicht mehr verkaufen können. Die wurde dann sozusagen arisiert von einer Familie, die sie dann auch nach dem Krieg, die haben dann der Käthe Breuer sozusagen ein bisschen was gezahlt und haben die Villa dann bis weit in die, würde ich sagen, 60er, 70er Jahre gehabt. Und dann ist die Tochter gestorben und hat sie dann an ihrer besten Freundin vererbt. Und das Germüller-Schlössl selbst, das war ja eben schon so zugepflastert mit Pfandrechten und Hypotheken. Das hat, wenn man es ganz genau nimmt, auch nicht mehr den Mautners zu dem Zeitpunkt gehört, sondern der Nationalbank, was natürlich dann riesige Probleme gebracht hat,
weil die Nationalbank wurde dann von der Reichsbank übernommen. Die Zentrale war in Berlin. Keinen Menschen hat da irgendeinen Schlössel in Pötzensdorf interessiert in Berlin. Und da waren riesige Diskussionen zwischen der Stadt Wien und der Reichsbank während der Nazizeit. Dann ist die Mauer eingebrochen. Dann ist das überall total verfallen. Da hat kein Mensch drin gewohnt. Und der Reichsbank war das aber vollkommen wurscht. Und es ist auch erst im Jahr 1944 überhaupt ins Grundbuch für die Reichsbank übertragen worden. Das heißt, es war eine lange Zeit, wo sich kein Mensch zuständig gefühlt hat für dieses Schlössel. Und man kann sich vorstellen, wie das bei diesen sommerfrischen Villen war im Salzkammergut, die alle irgendwie aus Holz gebaut waren. Wenn sich da 3 Jahre niemand kümmert, sind die auch hin. Und hier so ein Schlössel aus der Biedermeierzeit, das eigentlich eine gute Bausubstanz hatte, ist aber nach 7 Jahren auch irgendwann einmal kaputt. Ja, das ist vielleicht ganz gut, dass du das jetzt erwähnst, weil ich habe auch ein paar Bilder noch von... Ich stehe nur kurz auf, ich gehe nicht weg, ich muss nur meinen Strom holen. Ja, ich habe da jetzt noch ein Bild vom Gemüller-Schlössel quasi nach dem Krieg. Dazu muss man sagen, es wurde ja die Pötzlensdorfer Straße, wurde ja dann verbreitert, es war gerade dort so eine Engstelle, wurde verbreitert und dafür hat man die ganze Umfriedung des Grundstücks abgerissen, was natürlich zur Folge hatte, dass dann nach dem Krieg da auch wirklich die Leute, glaube ich, aus der Nachbarschaft auch den Garten benutzt haben, mit selbst dort angebaut haben, bis zu dem, dass im Haus selbst Vagabunden angeblich Unterschlupf gefunden haben. Also dieses wunderschöne Anwesen ist dann schon sehr in Mitleidenschaft gezogen worden. Und jetzt habe ich da noch ein Bild so aus den 80er Jahren. Ich weiß nicht, Christian, ob du dich an dieses Bild noch erinnern kannst. Ich glaube, so war es ungefähr. So hat das Gemüller-Schlössel ausgesehen zu dem Zeitpunkt, als du begonnen hast, dich darum zu kümmern. Ja, das war, da hat man eine Künette gegraben, also eine Wanne um das ganze Schlössel gezogen, also gebaut, um die Nässe von dem Haus wegzubekommen. Aber etwas, was mich fasziniert, du hast ganz am Anfang so eine ganz frühe Ansicht gezeigt von der Müller-Schlössel. Und das war so ganz primitiv, das war ein Stich oder eine Lithografie, die ganz primitiv koloriert war, aquarelliert war. Meinst du dieses hier? Diese da. Ja. Und da siehst du eine rosa Rustizierung, Bänderung. Und das entspricht dem Befund, den wir gefunden haben, wie die Fassade restauriert worden ist. Und also das war weiße Fassade und die Rustika war rosa nachgezogen. Und damals war eine Verhandlung, Növer und Denkmalamt. Und das Denkmalamt sagte, also, ja, das ist der originale Befund. Und Növer hat gesagt, nein, nur über meine Leiche, das schaut ja aus wie ein Zucker, das Ganze. Es wird weiß. Und es ist nicht so falsch, seine Entscheidung, weil der heutige Zustand, die heutige Dimension des Schlössels ist nicht die Dimension dieser Zeit, dieser Anfangszeit, weil es ja auf der rechten Seite angebaut worden ist. Und deswegen also ist das nicht so falsch, die Entscheidung, dass man es ganz weiß gemacht hat, so wie es heute ist. Wobei, es ist ja, also ich auf dem Foto hinter mir sieht man schon, dass es sehr weiß ist, aber ich war jetzt letzte Woche zuletzt dort und das ist mir wieder so aufgefallen, es ist ja nicht ganz rein weiß. Es hat schon so einen gewissen rosa Stich. Ja, aber es ist, fehlt halt die Rustika, die rosa. Ja. Die dort die ganze Zeit ein stärkeres Relief geben würde. Darf ich noch was dazu sagen? Dieses eine Foto, wo du gesagt hast, die Mauer ist davor eingestürzt, das du vorher gezeigt hast. Da ist nicht die Mauer eingestürzt, es war vor dem Gemüller-Schlössel das Pötzlensdorfer Armenhaus. Da war ein Haus, also das war nicht zur Straße hin frei, sondern da war ein Gebäude. Und ich nehme an, dass das da... dass das da abgerissen worden ist. Ich weiß nämlich nicht genau, wann das abgerissen ist. Es war die Straßenverbreiterung. Also man hat eben die Straße breiter machen wollen und hat da eben diese Umfriedung. Aber das war ein Haus. Das war eben da wirklich, da hat es vor dem Gemüller-Schlössel, das kommt mir nämlich so absurd vor, ist dieses Armenhaus von der Pötzlensdorfer gewesen, neben dem Schloss. Es gibt Fotos. Ja. Im Abriss und vor der Verbreiterung der Straße.
ein Gebäude im Halbkreis, das waren Garagen. Genau. Auch also mit diesen Spitzbögen. Diese Fotos kann man sehen, wenn man jetzt ins Germüller-Schlössl geht, in unseren kleinen Dokumentationsraum, ab Samstag geöffnet. Da kann man dann auch Fotos von diesem Gebäudetrakt sehen, bevor er eben abgerissen wurde. Ja, also ich glaube, damit sind wir eh ziemlich am Ende unseres Gesprächs. Ich habe vielleicht jetzt noch ein Foto, das ich noch zeigen will. Und zwar, jetzt bin ich wieder, sie werden immer wieder aufgefrischt. Ist die Dekoration, also so schaut schauen die Innenräume jetzt aus nach der Renovierung aus den 80er, beginnenden 90er Jahren. Und ich glaube, Christian, mit dieser Renovierung, ich habe gefunden, zum Beispiel in den Unterlagen, ein Konzept von dir, wie man das ganze Schlössl jetzt, wo es fertig renoviert ist, auch vermarkten kann. Und da hast du doch in schneller Folge dann sehr Ausstellungen gemacht. Es waren auch Vermietungsprojekte bis hin zu Picknick. Das wurde dann eigentlich fast 30 Jahre später, vor ein paar Jahren, wieder aufgegriffen, dass man auch in diesem wunderschönen Garten ein Picknick machen kann. Auch das wird es ab dem Wochenende bei Schönwetter geben, die Möglichkeit, dass man eine Kleinigkeit im Germüller-Schlössl, das Espresso-Mobil, sich Verpflegung kauft und dann dort in den schönen Garten setzt und den Garten genießt. Also ich hoffe, dass wir das doch in diesem Sommer ausführlich so genießen können. Ja, damit möchte ich mich bei euch sehr herzlich bedanken für eure Zeit und hoffe, dass wir uns bald im Germüller-Schlössl sehen und das dann wieder vor Ort genießen können miteinander. Danke. Ja, ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Ebenfalls, danke. Ja.